Hallo Leute, ich weiß, ich habe heute wieder einen DM-Haul für euch und ich entschuldige mich. Ich gehe halt häufiger mal shoppen und einkaufen bei DM, aber ganz ehrlich, die meisten Sachen, die ich gekauft habe, die habe ich auch gebraucht. Hey Leute, ich habe letztens Klopapier gebraucht, das hier, und deswegen hat es mich in die Drogerie verschlagen und dann dachte ich mir, ich drehe einfach einen Haul für euch. Solange sich die Erde dreht, solange der Kreislauf des Lebens noch besteht, solange werde ich jeden Monat zu DM gehen. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ich wusste nicht ganz, wie ich dieses Video anfangen soll, also stelle ich euch einfach ein paar Alternativen als Vorschlag zur Verfügung. Und ansonsten fangen wir heute an mit dem Make-up, so wie ich glaube eigentlich immer. Also, ich habe von Manhattan etwas gekauft. Ich habe euch ja versprochen, ich werde die Marke jetzt in den nächsten Monaten so ein bisschen besser hoffentlich kennenlernen. Und ich habe mir das Easy Match Make-up gekauft. Und zwar in der Farbe Soft Beige 34. Und jetzt haltet euch fest, das ist die dritthellste bzw. dunkelste Farbe. Also ich glaube, das ist genau die Farbe in der Mitte von den 5 Farben, die es gibt. Ich habe nämlich unbedingt meine Foundation gebraucht, die ich auch dann tragen kann, wenn ich so ein bisschen Selbstbräuner im Gesicht habe. Sie ist auf jeden Fall schon mal sehr süß verpackt und sie hat um die 6 Euro gekostet. Fand ich also okay. Das nächste, das ich gekauft habe, das ist eine Empfehlung von der lieben The Beauty To Go oder auch Kati. Und zwar redet sie echt immer wieder in ihren Videos über dieses Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Ich weiß nicht, ich hatte das mal in der nicht gepressten, sondern halt in dieser losen Variante. Und bin damit irgendwie nicht so gut zurechtgekommen, weil, und das ist jetzt komisch, aber es mir irgendwie zu fein gemahlen war. Man sagt ja immer, je feiner gemahlen das Puder, desto besser, aber ich bin damit einfach nicht so klar gekommen. Und es hat überall gestaubt. Also ich hoffe sehr, dass das bei diesem Teilchen nicht so sein wird. Höchstwahrscheinlich nicht. Ist immerhin gepresst. Dann noch eine zweite Sache von Essence. Und zwar ist das ein Lipgloss aus dieser Essence XXXL Shine Lipgloss Reihe. Und ich habe es mitgenommen, weil mir die Farbe in dem Pöttchen einfach so gut gefallen hat. Ich dachte erst, die wäre komplett glitzerfrei. Das ist die Farbe 24, Just Gorgeous. Aber jetzt bei dem Licht sehe ich, hier sind tatsächlich so Glitzerstückchen drin. Und das Interessante ist, das ist nicht so ganz feiner Glitzer, sondern irgendwie sieht der so ein bisschen gröber aus. Farbabgabe scheint auf den ersten Blick richtig gut zu sein. Und ich finde die Farbe irgendwie so super sommerlich. Wenn ich im Essence-Marketing-Team gewesen wäre, hätte ich höchstwahrscheinlich den Vorschlag geäußert, die irgendwie Strawberry etwas oder Raspberry etwas zu nennen, weil ich finde, dass die einfach so sehr nach irgendwie so Erdbeeren, Himbeeren, einfach nach Sommer aussieht. Aber naja, ich bin nicht wirklich im Essence-Marketing-Team, deswegen, ich wollte nur das mit den Erdbeeren und Himbeeren sagen. Dann kommen ein paar Sachen, die ich von Catrice gekauft habe, und zwar für dieses Catrice-Make-up-Video, das ich in nächster Zeit mal geplant habe. Und zwar habe ich hier einmal einen Lidschatten, das ist die Farbe 680, Shade of Grey. Habt ihr das Buch gelesen? Also ich habe es angefangen und ich fand es irgendwie nicht gut. Also ich habe es nicht zu Ende gelesen, mir hat es irgendwie nicht gefallen. Ich weiß nicht, mich hat das total an Twilight erinnert, aber an eine schlechte Version von Twilight. Ich fand nämlich Twilight gut. Shade of Grey ist definitiv ein Grauton. Also der Name ist schon mal zumindest nicht ganz schlecht gewählt. Es ist auf jeden Fall auch ein bisschen braun drin und das Finish ist so, wie nennt man das? Satin? Also sehr, sehr schöne Farbe auf den ersten Blick. Ich hoffe sehr, dass die später auch auf dem Lid so schön dunkel aussehen wird und halt gut pigmentiert ist. Dann habe ich von Catrice etwas nachgekauft, was ich aufgebraucht habe. Und zwar ist das dieser Eyebrow Stylist in 020 Date with Ashton. Das ist, glaube ich, kann ich offiziell sagen, mein Lieblingsaugenbrauenstift aller Zeiten. Also ich hatte einen von Shiseido ganz früher mal, den habe ich auch zweimal, glaube ich, nachgekauft, noch vor YouTube. Den fand ich also so ganz genauso gut, aber der war natürlich halt sehr viel teurer und ich finde es einfach so toll, eine Drogerie-Alternative dafür gefunden zu haben. Die Konsistenz ist perfekt, nicht zu flüssig, also nicht zu weich, nicht zu hart. Das nächste ist eine von den Catrice Make to Stay Smoothing Lip Polishes oder eines. Auf jeden Fall ist das die Farbe 050, Megan Fuchsia, und sie haben überall Tesa um das Ganze drum gewickelt, damit das niemand im Laden testet. Und jetzt habe ich ein Problem und kann euch die Farbe nicht zeigen. Moment. Es hat mich 2 Nagelspitzen gekostet und ein bisschen Zeit und Geduld, aber ich habe es hinbekommen. Die Farbe ist auffällig. Es ist ein Rot, es ist ein leuchtendes Rot, es ist ein wunderschönes Rot. Ich
habe die Farbe in einer Swatch-Party von Nancy mal aufgetragen gesehen und irgendwie sahen alle Farben aus dieser Reihe wunderschön an ihr aus. Aber die könnte ich mir halt sehr gut vorstellen zu diesem Lidschatten. Also eventuell werde ich die beiden Produkte halt benutzen in dem Catrice-Video. Die letzte Sache, die ich von Catrice mitgenommen habe, ist der Catrice Longlasting Eye Pencil in Wasserfest. Ich mag diese ausschraubbaren Stifte im Moment so gerne. Ich finde, die sind super so für den Alltag, weil sie halt nicht so dieses total glänzende Finish haben, wie flüssiger Eyeliner sehr häufig hat, sondern halt eher so matt sind und dadurch irgendwie ein bisschen softer wirken. Ich habe den Rose-Tinted Highlighter von Alverde. Vielen Dank, liebe Marie, und liebe Grüße an dich. Sie hat mir das nämlich geschickt und falls ihr euch an meinen letzten, ich glaube, DM-Haul erinnert, ich habe gesagt, ich wollte den unbedingt haben und das Teil war einfach im Großraum Düsseldorf in den letzten Wochen absolut nicht zu bekommen. Ich war in so vielen DMs und habe danach gesucht, es war einfach unmöglich. Also so groß wie der Hype ist, muss das wohl einer der besten Highlighter sein, den ihr so in der Drogerie bekommen könnt. Also super gespannt, wie der sein wird. Und dann kommen wir zu den Nicht-Make-up-Sachen. Ich habe mir etwas für die Haare gekauft. Und zwar von GOT2BE das Lockmittel Lockenmousse. Mit doppelter Lockpower. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, die Verpackung hat schon echt eine große Rolle bei der Kaufentscheidung gespielt. Ich finde die einfach so genial. Ich benutze Schaumfestiger nicht einmal besonders gerne in den Haaren. Ich hatte bisher halt noch nicht so viele, die ich richtig gut fand und ich benutze lieber so Lockencremes. Aber ich dachte, es wird Zeit, mal wieder einen Schaumfestiger zu probieren und dem eine Chance zu geben. Und ich meine, ganz ehrlich. Ich hatte außerdem kein Rasiergel mehr und habe mir das von Balea gekauft. Das ist diesmal die Variante Blueberry Love. Also mit Blaubeerduft und im Moment ist alles mit Blaubeerduft sehr herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich habe da im Moment diesen Tick mit diesen Bodyshop-Produkten. Und ich habe noch etwas gekauft, was ihr mir empfohlen habt. Also fast zumindest. Ich habe ja in letzter Zeit etwas häufiger Selbstbräuner erwähnt und habe euch gefragt, was ihr denn so aus der Drogerie empfehlen könnt. Und ich war richtig überrascht, weil mit Abstand die meisten Antworten waren Alverde Selbstbräuner. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, mir den zu kaufen. Aber scheinbar ist der richtig gut, nur die meisten haben halt nicht von dieser Variante, die ich hier habe, fürs Gesicht geschrieben, sondern von der für den ganzen Körper. Also es ist eine etwas größere Verpackung und steht bei diesen ganzen Lichtschutzfaktor-Produkte. Ich dachte mir halt, ich nehme jetzt erstmal nur die Variante fürs Gesicht mit, weil ich ja noch meinen Saint Moritz habe und den aufbrauchen wollte, bevor ich was Neues kaufe. Der Saint Moritz ist mir nur manchmal im Gesicht fast schon zu extrem und deswegen... Wieso nicht? Ich probiere das Teil mal aus. Dann habe ich das Balea Softöl Balsam gekauft. Das ist ja auch so ein Teil, über das im Moment so viele Leute schwärmen. Und es gab vor 1,5 Jahren im Winter mal eine Limited Edition mit, ich glaube, genau diesem Produkt. Es war nur anders verpackt in so einer Tube und so. Und ich habe diese Bodylotion damals geliebt. Und wenn ich jetzt dran rieche, es riecht ganz genauso wie damals. Und wenn ich die so ein bisschen auf meinem Handrücken eincreme, fühlt sich das auch sehr ähnlich an. Also ich glaube wirklich, das ist die Limited Edition von damals. Und dann kann ich euch echt sagen, wenn das so ist, ist das Ding wirklich gut und auf jeden Fall sein Geld wert. Wattefets musste ich mir auch nachkaufen, waren auch leer. Und falls ihr es noch nicht wusstet, ich finde die von Die Make-Up sind einfach nur der absolute Wahnsinn. Also ich kaufe die fast immer nur noch nach, wenn es die gibt. Ich finde einfach, die haben eine sehr schöne Struktur. Das sind jetzt diese Duo Plus Wattepads. Und damit können sie irgendwie das Make-up noch besser runterbringen als andere Wattepads, die ich bisher hatte. Ich verstecke mich dahinter, weil ich eigentlich gesagt habe, ich werde mir keines mehr davon kaufen. Aber ich habe es trotzdem getan. Es gibt jetzt auch bei DM diese Original Source Duschgels. Und zwar in der Geruchsrichtung Leim. Alle anderen beiden waren schon ausverkauft. Ich konnte es selbst kaum glauben. Ich habe noch 2 von diesen Dingern aber in anderen Geruchsrichtungen bei mir in der Dusche stehen. Ich habe die nämlich damals in Polen gekauft, weil, ich halt dachte, die gibt es in Deutschland nicht. Die kosten 2,25 €. Angeblich sind bessere Inhaltsstoffe drin als in anderen Duschgels. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Aber ich bin mit den beiden, die ich halt bisher habe, zufrieden. Zumindest mit einem davon, Macadamia irgendwas. Und das andere finde ich, naja, so mittelmäßig. Aber mir hat halt der Geruch ganz gut gefallen und die sind cool verpackt. Also. Und dann kommt Kategorie Nummer 3 von diesem Haul. Ich habe auch noch ein bisschen was an Essen gekauft. Und zwar einmal etwas, ich weiß, das ist Verarsche. Das ist totale Verarsche, aber etwas, was mich irgendwie trotzdem zum Kauf animiert hat. Das sind die Beauty Sweeties mit Granatapfel und Himbeere. Ja, sie sehen wirklich aus wie Haribos. Also so kleine Haribo-Herzchen mit Joghurt irgendwas. Und mir ist bewusst, das ist einfach nur richtig billiges Marketing. Und diese Dinger werden mich ganz bestimmt nicht hübscher machen. Aber irgendwie
Weiß ich auch nicht. Ist man ja manchmal ganz gerne so ein Kauf- und Konsumopfer. 20% Fruchtsaft, 6% Fruchtstückchen, Coenzym Q10, Aloe Vera und Kollagen auf 2 von Joghurt. Ich probiere es mal kurz. Schmeckt ganz gut. Ein bisschen weicher als Haribo, aber auch nicht ganz so weich wie diese ganzen ohne Gelatine-Weingummis. Kann man sich definitiv mal anschauen. Also die schmecken wirklich ganz lecker. Dann noch eine Sache, auf die ich mich super freue, sie mal auszuprobieren. Und zwar habe ich das Alnatura Kokosöl gekauft. Kokosöl ist, falls ihr sowas noch nie gesehen habt, wenn man es kauft, fest. Angeblich soll Kokosöl so ziemlich das Beste sein, was ihr euren Haaren antun könnt. Besonders dann, wenn ihr halt eher so ein bisschen trockenere Haare habt. Und ich werde es definitiv demnächst mal dafür ausprobieren und mir so eine kleine Haarmaske daraus machen. Zwei Tees noch, und zwar einmal Mesmer ägyptischer Amun, Granatapfel Honig, vollmundig und süß. Und dann von Alnatura eine Teeauswahl mit 1, 2, 3, ich glaube 4, 5 verschiedenen Sorten. Ich liebe sowas. Ich liebe so kleine Probierboxen mit 1000 verschiedenen Dingen drin. Wird mir bestimmt Spaß machen. Und dann noch zwei Sachen von Alnatura. Und zwar habe ich hier einmal so eine Mandel-Honig-Schnitte. Die habe ich schon irgendwann mal gekauft, als ich so einen kleinen Snack für zwischendurch gebraucht habe. Schmeckt so unglaublich gut. Mandel und Honig scheint echt eine sehr gute Kombination zu sein, zumindest für meine Geschmacksnerven. Und ich kann euch diese Teile sehr empfehlen. Das ist so eine kleine Oblate und innen drin ist so eine Fruchtmus-Mischung. Nur eigentlich ist es eine Mandel-Honig und nicht eine Fruchtmischung. Es schmeckt echt verdammt gut. Und wenn ich mir das so anschaue, sind die Zutaten gar nicht so schlecht. Also Mandeln 51%, Honig 31%, Vollmilchpulver, Reissirup, Oblaten und das war's. Also echt cool. Und das letzte, was ich bei DM gekauft habe, ist die Alnatura Streichcreme Toscana. Ich habe gesehen, da gibt es sehr viele verschiedene Sorten und ich habe die noch nie ausprobiert. Und sowas ist auf Brot bestimmt nicht verkehrt. Eigentlich sind wir jetzt fertig mit dem Haul, aber ich kann einfach nicht anders. Ich muss euch noch dieses Teil zeigen. Und zwar habe ich bei Rossmann letztens die Labello Lip Butters in Blueberry Blush entdeckt. Mir hat irgendjemand auf Facebook ein Foto davon geschickt und ich dachte nur, muss ich unbedingt haben. Ich mag ja diese Raspberry-Richtung super gerne und die ist bei mir schon wirklich gut leer gemacht. Also die hat sich eigentlich ganz gut angeboten. Keine Ahnung, ob es die jetzt auch bei DM geben wird, aber bei Rossmann gibt es sie auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall vor ein paar Tagen schon mal ein Foto davon geinstagrammt. Und wie das dann immer so ist, einige haben geschrieben, dass sie halt keinen Rossmann in ihrer Nähe haben oder überhaupt nicht in Deutschland wohnen. Und dann dachte ich, ich werde zwei Stück von diesen Dingern verlosen. Also wenn ihr mitmachen wollt, dann schaut einfach unten in der Infobox. Da sind wie immer alle Infos gelistet. Also eine Verlosung wird auf YouTube und eine auf Instagram sein. Ihr könnt an beiden teilnehmen, wenn ihr mir auf Instagram und auf YouTube folgt. Also die Verlosung sieht einfach so aus. Schreibt mir einen Kommentar, wie immer, in dem das Wort Blaubeere vorkommt, sehr kreativ diesmal. Daumen hoch für das Video und ihr müsst den Kanal abonniert haben, beziehungsweise wenn ihr auf Instagram mitmachen wollt, dann müsst ihr halt einfach mir auf Instagram folgen und ganz genauso einen Kommentar schreiben, in dem das Wort Blaubeere vorkommt. Und apropos Verlosung, mittlerweile müsst ihr ja die andere Verlosung, die ich letzte Woche gestartet habe, zu Ende sein. Also die mit der Glow Lotion von Soap & Glory und dem Kiko Nagellack. Also schaut auf jeden Fall in euren YouTube-Posteingang vorbei oder in der Infobox unter dem Video von letzter Woche. Da ist nämlich der Gewinner gelistet, beziehungsweise ich habe den Gewinner persönlich angeschrieben. Und das waren jetzt viele Informationen zum Ende dieses Videos. Ja, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Also die hier schien ein bisschen dunkler zu sein als das, was ich normalerweise benutzen werde. Aber dieses mandelige und honige...